Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Raw Review vom 14.11.2016 aus Buffalo, New York. Mal endlich mal eine separate Review, weil wir jetzt die letzten zwei Wochen ja Raw und SmackDown Reviews zusammengepackt, weil wir es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft haben, das quasi einzeln aufzunehmen. Jetzt haben wir mal hingekriegt, Raw mal an einem Dienstagabend aufzunehmen. Es ist zwar relativ spät, deswegen denke ich, ja, kriegt ihr es erst am Mittwoch veröffentlicht, aber besser spät als nie. Ich hoffe, die Audioqualität ist diesmal besser als beim letzten Mal. Bei der letzten Review war die Audioqualität, fand ich zumindest, nicht so gut. Ich habe es versucht, so gut wie möglich zu bearbeiten, dass es zumindest einigermaßen in Ordnung ist. Jetzt hoffentlich ist es besser. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Feedback wäre auf jeden Fall angebracht. Und natürlich begrüße ich natürlich auch wieder meinen Review-Partner an meiner Seite, der natürlich wie immer am Start ist, und zwar der Micha. Ja, guten Tag. Wie geht's dir? Ja, ich komme gerade von der Arbeit, also ich bin relativ platt, aber ansonsten geht's gut. Und für eine Review hast du immer Zeit, ne? Ja, Raw war ja diese Woche okay, von daher ja. Genau, es ist die Go-Home-Raw vor der Survivor Series. Und tatsächlich können wir auch morgen bei der SmackDown-Review auch dann die Go-Home-Smackdown-Ausgabe für Survivor Series. Denn die Survivor Series wird ja ein gemeinsamer Pay-Per-View sein von Raw und SmackDown. Und dieses Thema Raw und SmackDown, was wir schon seit dem Roster-Split so ziemlich kritisiert haben, dass es ja nie stattfand, hat man ja in den letzten Wochen aufgebaut und man hat es ja auch quasi hier fortgeführt, und zwar mit dem Anfangssegment zwischen Stephanie McMahon, dem Raw-Commissioner, und dem Raw-General-Manager Mick Foley, die bereits im Ring standen, und die ganzen Raw-Stars, die an der Survivor Series beteiligt ist, sei es an den drei Elimination-Matches, als auch Sami Zayn mit dem Intercontinental-Title-Match, als auch The Brian Kendrick mit dem Cruiserweight-Division-Match, kann man so viel sagen. Ja, alles Leute, die halt bei der Survivor Series in den Main-Matches stecken, und Stephanie McMahon hat auch gesagt, ey, ihr solltet euch lieber anstrengen, sonst wird es Konsequenzen haben, aka ihr werdet gefeuert. Und Mick Foley hat dann halt noch ein paar Matches angesetzt, wie zum Beispiel Cesaro und Sheamus gegen Kevin Owens und Roman Reigns. Okay, warum auch immer. Kann man auch machen. Ja. Und dann hat Stephanie McMahon nochmal Chris Jericho und Braun Strowman daran erinnert, dass der Freund ja letzte Woche Jericho durch Strowman quasi gepowerbombt hat. Und deshalb müssen alle drei jetzt zusammen antreten gegen New Day. Okay, warum? Und dann das ist die WWE. Ja, dann hat Mick Foley noch angekündigt, dass Charles und Sasha Banks gegen Nia Jax und Alicia Fox antreten. Okay, warum? Es ist die WWE. Es ist so f***ing dumm. die zwei verstehen sich nicht. Die Team jetzt zusammen. Und das macht man dreimal. Ja, es ist, als hätte Teddy Long diese Raw-Ausgabe gebucht. We make a tag team match, fella. Ja. Halla, halla, halla. Entweder Tag Team Match oder One-on-One with The Undertaker. The Undertaker. Guck grad mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Matches, und von denen waren 4 Stück Tag Team Matches. Geil. Geil. Das ist ja richtig, richtig geil. So baut man auf jeden Fall eine Survivor Series auf. Aber ob es schlecht oder gut war, das werden wir natürlich weiterhin besprechen. Wir werden natürlich auch wieder eine Preview raushauen zur Survivor Series, als auch eine Review. Es wird auch eine Preview kommen zu NXT TakeOver Toronto und eine NXT TakeOver Toronto Review. Also Review-mäßig ist einiges klar. Ich weiß auch, dass ich die NXT-Ausgaben nicht reviewed habe die letzten Wochen. Das denke ich mal, werden wir dann auch, ich werde es dann so machen, also ich werde jetzt nicht die ganzen Reviews jetzt besprechen, ich werde es einfach so machen, dass ich die alles in der Preview ein bisschen kurz mal sage, wenn jetzt zum Beispiel die Matches anstehen, werde ich was kurz dazu sagen, und dann denke ich mal, passt das, weil einfach für die Reviews einfach keine Zeit war. Also ich habe es immer versucht, das Wochenende ging teilweise auch drauf, dass ich die Raw und SmackDown Reviews hochladen konnte, deshalb wird das nicht ganz so stattfinden. Deshalb Entschuldigung, dass ihr vielleicht auf die NXT Review gewartet habt, aber das hat einfach alles nicht gepasst. Das werde ich alles in der Preview zu TakeOver nachholen. Also wir werden auf jeden Fall genug an Reviews haben diese Woche. Ja. Genau. Dann Tag Team Match, das erste. Und so viel kann ich sagen, nicht das letzte. Und zwar der Universal Champion Kevin Owens und der United States Champion Roman Reigns, the man that has more power than everybody on the roster. Gegen, oh, das komische Main Event nochmal. Boah, das war so hässlich. Ja, das werden wir nachher noch besprechen. Und Cesaro und, gegen Cesaro und,
Nochmal von vorne. Kevin Owens und Roman Reigns gegen Cesaro und Sheamus. So soll es sein. Story des Matches ist natürlich, dass Kevin Owens und Roman Reigns sich nicht mögen. Krass. Und Sheamus und Cesaro haben das wohl vergessen und arbeiten recht gut zusammen. Ja, die Story war, Kevin Owens hatte keinen Bock, Roman Reigns einzutaggen. Und irgendwann hat er das dann doch getan, als ihm ein bisschen der Arsch auf Grundeis ging. Und Roman Reigns hat dann sein Comeback gefeiert und wollte dann Sheamus wegmachen, aber Kevin Owens hat sich wieder eingetaggt und hat dann Sheamus gepinnt. Indirekt gepinnt, weil Ja, also Roman Reigns hat Sheamus weggespeert und hat Kevin Owens auf ihn draufgelegt. ja, nachdem Kevin Owens vorher einen Bro-Kick verpasst hat. Genau. Also, wie man schon gesagt hat, ich weiß nicht, wer es nochmal geschrieben hat, ich glaube, das war The White J. Chris, der hat ja geschrieben bei Twitter, dass Kevin Owens als Universal Champion sein Title Run wirklich schlecht ist. Und das stimmt auch. So ziemlich, weil man ihn viel besser darstellen könnte. Weil es ja nicht wirklich an ihn liegt, sondern an das Booking. Und man sieht ja auch wieder, dass man den Universal Champion natürlich perfekt darstellt, als glaubwürdigen Champion. Natürlich so. Aber das Match war an sich nicht schlecht, muss man so viel sagen. Die Story war ein bisschen komisch. Sie war klar, irgendwo ist es passiert. Aber ich sag mal so, es hat mich jetzt nicht groß gejuckt. Ja, war ein typisches Raw-Match Ja, halt. an sich nur eine Logiklücke war natürlich, dass Cesaro und Sheamus sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben, was natürlich sehr, sehr komisch ist, weil es dann so ziemlich ein großer Sprung ist, dass sie auf einmal gar nicht verstehen und auf einmal super zusammenarbeiten. Also, naja, naja. Mal sehen, wie es sein wird. Gut, Backstage, wenn wir schon zu Team Raw sind, dann reden wir über die weiteren Team Raw-Member. Und zwar Seth Rollins, Chris Jericho und Braun Strowman Backstage. Jo, Jericho hat halt ein bisschen gesagt von wegen, ey, wir sollten die Vergangenheit vergessen, wir müssen uns auf die Zukunft konzentrieren und wie wir heute New Day wegmachen und am Sonntag Team SmackDown und wir müssen zusammenhalten und wir sind die Elite und ich bin der Captain von diesem Team und bla 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 und um unseren Zusammenhalt objektiv oder beziehungsweise äußerlich zu verdeutlichen, habe ich allen einen Schal gekauft, ja, hat er dann oder beziehungsweise ein Geschenk vielmehr, ja, hat er dann Rollins und Strowman ein Geschenk überreicht und Rollins hat aufgemacht und war natürlich ein Schal und try it on, man. Ja. Fand ich auch geil. Rollins hat gesagt, er ist kein Schal und hat ihm wieder den Schal zurückgegeben. Und Schafe ist auch nicht. Braun Strowman hat gesagt, gib mir deinen Schal und Chris Jericho hat gesagt, nee, es ist ein 750-Dollar-Schal, hat ihm dann aber doch noch einen Schal gegeben, Braun Strowman hat ihn dann zerrissen und ja, das war's. Ja, aber geil, es war natürlich an dem Zitat natürlich Scarf of Jericho, try it on, man, also genauso wie mit The Key of Jericho, lock it in, man. Die Crowd war scheiße. Ja. Also außer in dem Beast gegen Goldberg-Segment oder im Main-Event, da waren sie gut, aber ansonsten hier viel zu wenig drauf abgegangen auf Chris Jericho. Ja, letzte Woche war Jericho auf jeden Fall the man. Also, man ja, merkt, wenn er so eine Liste auspackt wie heute, dann geht's auch. Also da sind sie auch drauf abgegangen. Was? Auf seine Liste sind sie heute auch drauf abgegangen. Das stimmt. Aber wo die Liste zum Einsatz kam, das werden wir nachher herausfinden. Zunächst haben wir natürlich ein sehr, sehr glorious Match. Und zwar Sami Zayn gegen Bo Dallas. Sami Zayn hat gewonnen, weiter geht's. Ja, und hat danach noch gesagt, dass er Dolph Ziggler besiegen wird und den Intercontinental-Titel zu Raw zurückholen wird. Ob das wirklich tun wird, wie unsere Meinung ist, das werden wir natürlich in der Preview besprechen. Samstag, Sonntag, so ein Dreh wird's kommen. Ich denke mal Samstag, damit Sonntag nicht mit NXT TakeOver Toronto im Zusammenhang steht. Backstage war dann noch die Cruiserweight Division am Start, in der Umkleide. Ja, Brian Kendrick hat natürlich die Aufmerksamkeit gefordert als Cruiserweight Champion und hat gesagt, ey, ja, ich werde den Cruiserweight Title am Sonntag gegen Kalisto verteidigen. Wenn ich verliere, könnte sogar die ganze Cruiserweight Division zu SmackDown kommen. Also die Zukunft der Cruiserweight Division ist unklar. Und dann hat TJP gesagt, ich will ein Rematch, weil du mich nur durch DQ besiegt hast. Und Rich Swann sagt, ich habe dich schon mehr als besiegt, ich will ein Match. Und Sin Cara kam dann noch hinzu und dann haben sich alle irgendwie beleidigt und das war's. Ja, und daraufhin gibt es auch später das Match
Kalisto, nein. Sin Cara gegen Brian Kendrick. Man merkt auch schon, dass Sin Cara auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit kriegt nach seiner Aktion mit Jericho da im Bus, aber nun gut. Ja, wie Bo Dallas, der besoffen König der Löwen singt und den Push seines Lebens kriegt. Egal. Ja, Drew stimmt. Dennis Werbung gemacht für sich und dann kam das Six-Man-Tag-Team-Match. Braun Strowman, Chris Jericho, Seth Rollins gegen New Day. Ja, war ein Match. Das Interessanteste und Geilste an dem Match war, als Kofi Kingston am Ende einen Dive nach draußen gemacht hat und Braun Strowman ihn aufgefangen hat. Das war ganz geil. Aber ansonsten war es ein Standard-Raw-Match. Ja, war ein Standard-Raw-Match. Vorher das Segment fand ich unterhaltsam von New Day. Die haben ja, was haben die da wieder rausgepackt? Ja, mit dem Einkaufswagen kamen sie mit Ja, richtig. Socken, New Day Socks, ja, haben sie dann gechantet. Und was war es noch? T-Shirts und Bootios natürlich, so ein Kram halt. Ja, genau, so ein New Day Survival Kit war das quasi. Oder Shopping Ja. Cart, genau. So war es. Fand ich auch unterhaltsam. Das hat mir auch gefallen. Das Match selber. Ja, war okay, kann man machen. Ja, 14 Minuten ging es auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es gab bei der Raw, kann man so viel sagen, jetzt nicht wirklich ein Match, was wirklich jetzt umgehauen hat. Nee, nicht wirklich. Ja. Braun Strowman wurde gut dargestellt, natürlich hat ein bisschen aufgeräumt, hat am Ende quasi den Deckel drauf gemacht. Wie gesagt, hat Kofi Kingston aufgefangen in der Luft, hat ihm einen Power Slam nach draußen verpasst, vielmehr. Hat dann Big E noch weggeklatscht und hat dann im Ring den Pin geholt. Gegen Xavier Woods. Genau. Und nach dem Match hat Jericho ihn noch ein bisschen gefeiert. Seth Rollins hat sich ein bisschen zurückgehalten. Und dann ist Jericho zu Rollins hin, die haben sich schon ein bisschen angebrüllt und Rollins hat dann Jericho noch ein Pedigree verpasst. Und verließ der alle mit Braun Strowman zusammen. Ja, Christoph Jericho. Christoph Jericho, genau. Die Christoph Jericho. Pedigree it in. Pedigree in, man. Hundefutter, man. Nein, ja, Pedigree natürlich eine super Werbung mit Hundefutter. Ja, nee, war eigentlich gar nicht. Warum komme ich auf so einen Kack? Naja, egal. Was nicht kacke war, war natürlich das Backstage-Segment zwischen Stephanie McMahon, Mac McFoley und Paul Heyman. Naja, das war halt relativ nichtssagend. Ja, aber nicht kacke. Ja, Steph hat gesagt, wie sich Paul Heyman fühlt, nachdem er weggespeert wurde. Und Heyman hat gesagt, oh, ist okay. Und ja. Was uns das Segment sagen sollte, war, dass Mick Foley Security geordert hat, damit Goldberg und Lesnar so später nicht killen. Ob es passiert ist oder nicht, das erfahren wir gleich. Auf jeden Fall, danach gab es noch wieder ein Backstage-Segment mit Sasha Banks und Charlotte Flair. Ja, prinzipiell so ein bisschen eine Promo, die auch Jericho vorhin gehalten hat, dass er Charlotte gesagt hat, hey, sie ist Team-Captain und Banks solle das machen, was sie sagt. Und ja, Banks hat gesagt, sie soll das Maul halten, denn immerhin teamen sie später zusammen und bei der Survivor Series, sonst würde sie das noch bereuen. Ja, dann haben wir dann ein weiteres Match und zwar Brian Kendrick und Sin Cara, was quasi das heutige Cruiserweight-Match war. Bitte, also, ja. Genau. Ja, Match war. Hat keinen gejuckt. Die Crowd hat zwischendrin boring gechantet. Muss ich auch sagen. Es war halt nichts Besonderes. Es sind halt für mich die zwei Schwächsten aus der ganzen Cruiserweight-Division, die mich am wenigsten jucken. Ja. Und ja, gab eine Liger-Bombe im Match. Die war ganz geil. Und das Finish war dann halt ganz normal, wie immer, Captain Hook. Dadurch hat dann der Brian Kendrick wieder gewonnen. Und Byron Saxton hat gesagt, natürlich hat Sin Cara getappt, weil er durch seine Maske ja schwerer atmen kann. Alles klar. Kann man machen. Alles klar. Auf jeden Fall, ja, das Match würde ich sogar sagen, glaube ich, eins der schwächeren Matches von der Cruiserweight Division. Weil das hat mich nicht so ganz gecatcht, muss ich sagen. Wenn ich so die ganzen Cruiserweight Matches, also letzte Woche fand ich es zum Beispiel gut gemacht. Und sonst Das war das alles. schlechteste Cruiserweight-Match seit dem Brand Split. Ja, man kann ja nicht sagen, der Start der Cruiserweight Division eigentlich so ziemlich. Ja, oder so. Seit dem Start des Cruiserweight Classics.
Oh, da muss ich glaube ich sagen, da fand ich die Matches mit Ho Ho Lun nicht so gut. Also sie fand ich nicht so gut. Die Aber. fand ich wesentlich interessanter. Ja gut, interessanter war es schon auf jeden Fall. Da habe ich mich nicht so gelangweilt wie hier. Ja gut, das stimmt auch, aber ich weiß nicht. Ah ja gut, auf jeden Fall, man kann so viel sagen, wir sind uns eigentlich mal einig. Das schwächste Match seit dem Start der Cruiserweight Division. Und das finde ich schade natürlich, dass man so die Cruiserweight Division präsentiert. Weil, wie gesagt, wir haben es ja schon mal gesagt, Brian Kendrick ist vielleicht der falsche Repräsentant. Ja, mit Abstand der schlechteste, den man wählen konnte. Na, außer Sin Cara noch, der wäre noch schlechter wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Der ja auch eigentlich ständig verliert, so ziemlich, ne? Rich Swann zweimal. All night long. Ja. Ja, dann sehen wir noch The Club und Enzo und Cass. Ja, war halt auch wieder so ein Mini-Segment. Enzo und Cass haben ihre Comedy gemacht und der Club hat gesagt, ey, lasst mal eure scheiß Comedy, euren Comedy-Kram und seid mal ernst. Und Cass hat dann gesagt, dass sie aufpassen werden, dass ihnen nicht in den, dass der Club ihnen nicht in den Rücken fällt. Und sollten sie es auch nur probieren, dann wird dies Konsequenzen für sie haben. Ja, schön. Krass. Krass. Da hat auch jeder Angst vor, wenn Big Cass und Enzo Amore richtig Konsequenzen androhen. Vor allem auch, dass ein Karl Anderson und Luke Gallows sind auch natürlich sehr, sehr bedrohlich als The Club. Also, ja. Bedrohlicher als Enzo und Cass. Gut, das würde ich sogar sagen, aber mehr auch nicht. Auf jeden Fall Kommen wir zu kommen. was Gutem. Kommen wir zu was Gutem. Und. Goldberg, Brock Lesnar. Ja, damit das Face-Off zwischen Bill Goldberg, Brock Lesnar, Securities waren quasi, ja, standen quasi quer in der Mitte, haben versucht, die beiden zu trennen und so weiter und so fort. Und ja, man kann so viel sagen, das erste Aufeinandertreffen seit 12 Jahren. Ja, die Fans sind abgegangen. Riesig, also richtig krasse Goldberg-Chants. Die waren sogar noch lauter wie bei seinem Return quasi. Ja. Ja, das war eigentlich für mich das bestmöglichste Szenario für dieses Segment, sage ich mal. Also es ist perfekt, da hätte das Segment nicht laufen können. Die Crowd ist abgegangen, das Segment war perfekt gebuckt, ja, Goldberg hat alles richtig gemacht. Man hat es ordentlich aufgezogen. Ich meine, die Story an sich ist halt natürlich wie damals mit Jericho und Styles. Oh, ich mag nicht, dass die für dich chanten. Das ist halt die Promo so ein bisschen, die Heyman jetzt jede Woche hält, AJ Styles. dass Brock Lesnar die Leute hasst, die für Goldberg chanten. Und das Eieiei. hat er gemacht. Und ja, das war halt nicht so geil, das Aufziehen davon. Aber ansonsten war das Segment an sich geil. Ja, also Paul Heyman hat schon ein bisschen über Goldbergs Familie geredet, von wegen, dass wenn Goldberg nach der Survivor Series überhaupt nach Hause kommt, dass sein Kind ihn nicht mehr anschauen wird. Und Goldberg hat gesagt, von wegen, ey, wenn du noch einmal über meine Familie redest, dann versohle ich dir den Arsch. Und Paul Heyman hat beide gemacht und Goldberg hat dann das Shirt ausgezogen und dann hat er die Security platt gemacht und dann kam es zum Stand-on zwischen Brock und Goldberg, aber Brock Lesnar ist dann natürlich abgehauen. Wie dies ein Heel nun mal tut. Wie dies ein Heel nun mal tut. Ja. Ich muss sagen, ich kann es nicht ganz zustimmen, was du sagst. Also jeder hat seine Meinung natürlich. Ich muss sagen, auf jeden Fall einerseits natürlich irgendwo schon interessant zu sehen, dieses Face-Off zwischen Goldberg und Brock Lesnar. Das ist natürlich, wo man denkt, krass, so zwei große Namen, zwei große Stars treffen aufeinander. Letztendlich war Paul Heyman natürlich perfekt. Goldberg hat man relativ sehr, sehr stark darstellen lassen. Also wie ein richtiger Badass. Also, das fand ich schon mal sehr, sehr gut, wie man es gemacht hat mit Goldberg. Brock Lesnar, muss ich allerdings sagen, kam für mich jetzt nicht rüber wie ein Biest. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir Brock Lesnar bei dem Aufbau überhaupt nicht gefällt. Also, ich weiß nicht. Also, erstmal dieses Segment bei Minneapolis, das war wirklich eines der schlechtesten Segmente, die ich gesehen habe. Vielleicht sogar schlechtes Segment des Jahres gefühlt. Ja, gut, das war scheiße, ja. Aber ich habe ja von dem Segment geredet. Ja, genau.
Auf jeden Fall das einerseits. Und andererseits natürlich das Segment hat mir Brock Lesnar auch nicht ganz gefallen, weil er ist natürlich, er hat sich natürlich ein bisschen heelischer verhalten, aber er ist jetzt auch für mich jetzt auch kein klassischer Heel. Er ist jetzt nicht für mich ein klassischer Heel, kein klassischer Face für mich. Eigentlich nie wirklich gewesen, zumindest seit seiner Zeit, wo er wirklich so, ja, alles zerstört hat mit seinen Suplex City. Also wo wirklich diese Suplex City Zeit anfing. Und das jetzt auf einmal zurückzieht, weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht so ganz, dass man hier Brock Lesnar so, ich sag mal, ein bisschen wie eine Pussy darstellt. Zumindest für mich meinerseits. Dass man nicht vielleicht, keine Ahnung, man brawlt sich ein bisschen oder man steht einfach gegenüber und dann kommen wieder Securities und halten die einfach wieder weg und so weiter und so fort. Also sowas, wie man damals bei Taker und Lesnar gemacht hat, in dem Zeitszenario halt. Das finde ich zum Beispiel, fände ich besser. Oder wenn Paul Heyman zum Beispiel jemand immer zurückgehalten hätte oder so, mach das nicht, mach das am Sonntag, mach das nicht am Sonntag. Und Brock Lesnar will die ganze Zeit und Paul Heyman hält ihn immer die ganze Zeit zurück. So hätte ich besser gefunden, aber so in der Art, dass Paul Heyman gar nicht da war und Brock Lesnar eigentlich machen könnte und er eigentlich ein Biest ist und eigentlich ja, jeden zerstören würde, wenn er will, und auf einmal macht er es nicht. Weiß nicht. Und für mich kommt auch nicht diese Story, wo er sagt, er hat vielleicht Angst nochmal zu verlieren, weil man es nie wirklich richtig prägnant dargestellt hat. Man hat es immer wieder erwähnt, dass Brock Lesnar nie gegen Goldberg gewonnen hat, weil die ein Aufeinandertreffen hat und dieses Aufeinandertreffen hat Goldberg gewonnen. Aber wie gesagt, also mir hat das Segment war an sich nicht schlecht gemacht, aber ich fand gerade die Darstellung von Brock Lesnar nicht so geil. Also er kommt für mich nicht wie so ein Biest rüber. Naja, er ist halt ein Heel. Er gibt den Fans nicht, was sie wollen und gibt denen nicht den Brawl und er schont sich bis zur Survivor Series. Und Heyman hat es ja noch in der, wie hieß diese Show nach Raw, wie hieß die? Raw Stand? Talk. Nee, nicht Raw Talk. Stand, irgendwas Standpoint of the WWE oder so ein Kram. Was hat er denn da gemacht? Moment, warte. State of WWE hieß die Show, genau. Was ist das denn? Das war eine Show, die nach Raw lief. Hm, okay. Sowas wie Raw Talk. Nice. Hat Und mich sie war natürlich sehr interessiert. super. War eigentlich ganz okay, die Show. Dann gucke ich es vielleicht mal an, wenn ich Lust habe und Zeit Solltest habe. du dir angucken. Hä? Gerade den Tag am Ende mit Brian und mit Foley. Oh, Wo wenn Brian. Brian dabei ist, dann kann man sie auf jeden Fall angucken. Dazu kommen wir später noch. Mit Brian bei der Show. Paul Heyman war auf jeden Fall Lief auch das da. heute oder wie? Ja, das lief nach Raw. Und Ist das jetzt ein regelmäßiges Ding oder wie? nein, das war jetzt nur für die Survivor Series extra. Ach so, okay. Aber auf jeden Fall, Heyman hat da erklärt, dass der Plan halt war, dass Goldberg halt jetzt so abgefeiert wird, was auch passiert ist, und dass er halt ein bisschen da rummacht mit den Security Guards und die ein bisschen platt macht und er dann halt vollgepumpt ist mit hier, wie heißt, mit dem Warte Glauben, dass er das Biest besiegen könnte, und in dem Glauben wollte sie ihn halt lassen, etc., dass er halt Brock Lesnar verpisst und bei der Survivor Series wird er halt ihn platt machen. Das war halt so die Erklärung von Paul Heyman, die ganz okay ist, die kann man bringen. Im Endeffekt aber ist Brock Lesnar halt ein Heel, wenn er halt keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Das ist jetzt, lässt ihn auch nicht schwächer wirken, weil am Sonntag wird er Goldberg besiegen, also von daher. ja, das ist klar. Dass Brock Lesnar Goldberg besiegen wird, das ist zu hundertprozentig klar. Das ist auch logisch. Also man hat ja Brock Lesnar eigentlich komplett schwach darstellen lassen. Finde ich persönlich im kompletten Segment. Also für mich hat jedes Segment eigentlich Goldberg dominiert. Selbst das Minneapolis zurückgemengt hat eigentlich Goldberg gewonnen, weil Brock Lesnar und Paul Heyman bzw. die WWE einen Fehler gemacht hat, wie die Brock Lesnar einfach darstellen lassen wollten. Mit dem Segment, da wollen wir uns alle, denke ich mal, nicht mehr dran erinnern. Und deshalb ist natürlich klar, dass Brock Lesnar da gewinnt. Das ist natürlich sehr, sehr klar. Aber wie gesagt, mir hat der Aufbau nicht ganz gefallen. Das Segment fand ich jetzt nicht so hammermäßig, weil, also Goldberg hat mir sehr gut gefallen. Also der kam echt wie ein Badass rüber. Der war Goldberg. Am Mike hat er mir auch gut gefallen. Also der ist jetzt nicht so scheiße wie jetzt vor 13, 14 Jahren. Da fand ich ihn deutlich schlimmer am Mike. Und ja, das, was er sagen würde, kam auch sehr gut rüber. Also, wir halten Badass, wie es sein muss. Aber bei Brock Lesnar, wie gesagt, die Darstellung hat mir nicht ganz gefallen. Und ja, deshalb bin ich mit dem Segment nicht so ganz zufrieden. War für mich jetzt nicht das Segment of the Evening, aber ein besseres Segment. Und natürlich wird es klar sein, dass es der Main Event von der Survivor Series wird. Das ist, denke ich mal, logisch. Kommen wir zum nächsten Match. Charlotte
Und Sasha Banks gegen Nia Jax und Nia Fox. Ja. Selbe Story wie in den anderen Tag Team Matches. Die zwei verstehen sich nicht, logischerweise. Und deshalb hat auch Charlotte Sasha Banks, sage ich mal, eingetaggt, indem sie sie halt geslappt hat. Und Banks hat dies logischerweise nicht gefallen. Und dann haben sie sich halt ein bisschen gebrawlt. Und Alicia Fox kam im Crossbody angeflogen. Und Banks ist ausgekickt, hat dann Fox direkt ins Bank-Statement genommen und hat sie durch Submission besiegt. Ja. Ja, und nach dem Match gab es noch eine Huggings Connection, eine ha Boston Hug Connection Aktion von Bayley und Sasha Banks. Ja, was natürlich in diesem Match passiert, was wir da tippen und so weiter und so fort, werden wir natürlich wieder in der Preview ansprechen. Genau, dann anschließend gab es dann ein ja, Backstage-Segment zwischen dem Raw General Manager Mick Foley und dem Team Raw-Mitglied. Ja, alle fünf haben ihre Matches gewonnen. Er hat gesagt, gut gemacht. Und sie sollen doch bitte da bleiben bis zum Ende, bis Brian und Shane da sind zu ihrer Konfrontation. Genau. Und dann gab es wieder ein Emmalina Video Package. Ich frage mich immer, was man damit ihr machen will. Wahrscheinlich nichts Besonderes. Ja, da, du hast es erfasst. Das will man damit machen. Nichts Besonderes. Hey, ich bin so genial. Du könntest für die WWE booken. Krass. Weißt du, ich kann die für die WWE booken, dann würde ich genau sowas hinkriegen und dann kritisiere ich sie jede Woche. Lässt du dann Emmalina debütieren, lässt sie gewinnen und dann in der zweiten Woche verliert sie dann gegen Alicia Fox oder so. Besser wäre natürlich gegen Dana Brooke und dann Ja, wo war die eigentlich? Sidekick. So muss es doch sein. Hat den Joker gevögelt hinten Die Backstage. wird wahrscheinlich Cheerleaderin von Team SmackDown. Team Raw. Team SmackDown, genau. Nee. Glaube nicht. Müsste so wie ein Cheerleader agieren, also ein Ratschlag kann sie ja. Macht sie ja Ich gerne beim muss gestehen, Entrance. der ist sogar echt geil. Das ist das Geilste an ihr. Das stimmt. Das ist wirklich das Beste von ihr im gesamten In-Ring-Bereich. Gut. Eight-Man Tag Team Match zwischen Big Cass, Enzo Amore, Luke Gallows, Karl Anderson gegen Golden Truth und Shining Stars. What the heck? Ja, es gibt. Ja, ich habe es nicht geskippt, ich habe es geguckt und das Match war, naja, es war da. War es der Main Event? Es war tatsächlich von den Matches her der Main Event. Verdient. Ja, verdient auf jeden Fall. Ich muss mal sagen, was natürlich verdient der Main Event. Also wie das Match geendet ist, via Magic Killer nach anschließendem Pinfall von Luke Gallows gegen Primo. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum Main Event. Und zwar, ja, Die Konfrontation. die Konfrontation zwischen Stephanie McMahon, Raw General Manager, wollen eine Promo halten. Und dann kamen SmackDown Commissioner Shane McMahon und SmackDown General Manager Daniel Bryan. Jo, die hatten dann eine kleine Konversation. Brian und Shane haben gesagt, ey, wir sind nicht hier, um Werbung für SmackDown morgen zu machen, wo ganz übrigens der Undertaker da sind und das KDX zurück ist. Da freue ich mich. Denn sie sind da, um über die Survivor Series zu reden und haben dann halt ein bisschen gelabert, von wegen Stephanie McMahon sagt, ja, oder sie sagt, dass es einfach dumm ist für Shane, sich selber ins Match zu stellen und er hat einfach den Spot von irgendeinem Kerl bei sich im Roster geklaut, was stimmt. Und dass er ein riesen Ego hätte und das deshalb gemacht hätte, bla 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 bla. Irgendwann kam dann halt Team Raw raus. Die haben dann Shane und Brian umkreist und wollten sie höchstwahrscheinlich attackieren, denke ich mal, sah so aus. Und Shane und Brian haben dann halt gesagt, ach, dachtet ihr wirklich, wir sind alleine hier? Und dann kam Team SmackDown raus. Wie die größten Holzköpfe. Also Interessanterweise war, dass als Team Raw rauskam, AJ Styles Chance kam. ja. Kam auf jeden Fall Team SmackDown, haben wir die größten Holzköpfe, weil natürlich wurde aufgebaut, dass sie sich alle hassen. Und dann kommen sie alle wie die größten Deppen schön zusammen mit den blauen SmackDown-Trikots raus. Ja, gerade Bray Wyatt hat es natürlich toll gemacht, dass er da mit so einem schönen blau leuchtenden SmackDown-Trikot rauskam, schön im Ring sich über James Ellsworth noch am besten gestellt hätte. Das wäre schön gewesen. Hand in Egal. Hand noch am besten. Genau. Genau, aber die kamen dann raus.
Dann kam quasi der erste Smalltalk zwischen Raw und SmackDown im Team halt. Hat nämlich AJ Styles ein bisschen sich mit Kevin Owens gebattelt und Kevin Owens hat gesagt, Welcome zur Kevin Owens Show und er hat doch den wichtigen Belt und AJ Styles wäre Soccer Mom und AJ Styles hat dann gesagt, ja, Kevin Owens, du bist Kacke, du bist Paper Champion und ich bin der Champ, that runs the camp und was weiß ich. Und Kevin Owens hat gesagt, ja, du klaust Catchphrases, herzlichen Glückwunsch. Und dann, ja, ging es dann noch zwischen Jericho und Styles hin und her und Jericho hat dann Styles auf die Liste gepackt und ihn noch ein zweites Mal auf die Liste gepackt wegen seiner Frisur. Und dann hat er James Ellsworth ja quasi gesehen und hat dann gesagt, wer zur Hölle ist oder was zur Hölle ist das denn? Und Security, hier hat ein Kind den Ring betreten und was weiß ich, hat er alles gesagt, das war eigentlich ganz geil. Hat dann auch James Ellsworth auf die Liste gepackt. Und ja, dann kam quasi der nächste Abschnitt. Da hat nämlich Wyatt über Braun Strowman noch ein bisschen geredet. Hast dich Und gefreut, oder? total. Er wird das Monster zerstören, was er kreiert hat. Und ja, bla bla bla. Rollins hat dann noch gesagt, Shane weiß nicht, wofür er sich hier bereit erklärt hat. Team Raw ist geil und wird ihn verprügeln. Und gerade wenn Roman Reigns und Seth Rollins auf einer Stufe sind. Und dann hat natürlich Dean Ambrose passend das Wort ergriffen und hat dann halt mal Jericho aufs Maul gehauen und dann kam Brawl. Brawl. Brawl Strowman. Brawl Strowman. Ja, ist halt jeder Brawl, den man jemals gesehen hat. Alle Finisher wurden ausgepackt. Roman Reigns hat gleich doppelt zugeschlagen. Das war halt diese Szene, die man kennt, so diese. Wie damals, wie hieß der Pay-Per-View, Bragging Rights oder so, dieses Elimination Tag Match, wo quasi jeder reinkam und seinen Finisher ausgepackt hat. So war das. Und ich weiß nicht mehr, wie es war. Roman Reigns hat, wen hat er weggehauen? Randy Orton. Also es war so, Ja, dass stimmt. Ja, genau. Randy Orton hat einen RKO verpasst gegen Jericho. Jericho hat Jericho. vorher noch einen Springboard Dropkick verpasst an Styles. Genau, und dann kam Reigns und hat Orton weggesupermanpuncht. Und dann kam Bray Wyatt und wollte ihm Sister Abigail verpassen. Aber natürlich konnte Roman Reigns jetzt aus und gibt ihm auch einen Superman-Punch. Hashtag Superman-Darstellung. Hashtag Superman-Darstellung. Dann hat Reigns ein Taupi angekündigt oder beziehungsweise angeteased und wollte auf alle außerhalb des Rings springen. Aber Styles kam dazwischen, hat ihn in den Styles Clash genommen, aber dann kam Seth Rollins und hat Roman Reigns gesaved und hat ihm einen Pedigree verpasst, also Styles. Und ja, danach gab es die Double Powerbomb gegen AJ Styles, der dann auf alle SmackDown-Members nach draußen geschmissen wurde. Und damit stand Team Raw tall und hat Team SmackDown abgefrühstückt zu Hause. Was übrigens noch, was mir gerade einfällt, was ein geiler Moment war in der Promo, wo Shane McMahon so gesagt hat, ey, SmackDown ist geiler und SmackDown hat die bessere Show und hat den besseren Draft gehabt und was weiß ich. Und die Fans fangen an, yes zu chanten und Stephanie McMahon sagt nur, das macht überhaupt keinen Sinn, ihr seid hier bei der Raw Show, warum chantet ihr für SmackDown? Das war geil. Das war ein geiler Satz. Und die Fans und Shane McMahon haben sogar recht, dass Raw nicht besser war in den letzten Wochen als SmackDown. Also SmackDown hat ja außer in zwei, drei Shows dominiert. Also die waren ja einfach besser. Die waren nicht immer deutlich besser, aber haben halt in 2 Stunden eine gute Show produziert. Und ja, natürlich war es irgendwo cool, wie die dieses Face-Off hatten. Also gerade das Duell Styles gegen Owens war natürlich interessant, auch wenn ich sagen muss, natürlich, dass Star Owens natürlich im Gegensatz zu Styles nicht so ein glaubwürdiger Champion ist wie ein Styles. Also Styles ist natürlich für mich ein glaubwürdiger World Champion als Kevin Owens, weil natürlich der immer noch für mich der World-Title natürlich auf Platz 1 steht und der Universal-Title nicht den Wert hat, wie zum Beispiel, also noch nicht mal den Wert des Intercontinental-Titles hat, weil man den Universal-Title sehr, sehr schwach dargestellt hat. Deshalb war vielleicht dieses Universal-World-Title natürlich interessant, aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, krass, der WWE-Champion und der Universal stand gegenüber, also weil einfach Owens nicht wie ein World-Champion dargestellt wird. Zumindest meiner. Styles, naja, Styles wird auch nicht unbedingt besser dargestellt, aber immer noch besser als Kevin Owens.
Eben. Er ist jetzt auch nicht der World Champion, wo ich sage, oh krass, aber immer noch besser als Owens halt. Und er hat, also klar, der Wert des World Titles hat natürlich ein bisschen mit James Ellsworth ein bisschen gesunken, aber jetzt nicht so krass, weil man es doch nicht so bescheuert darstellen ließ, wie man es befürchtet hat in dem Sinne. Und ja. Und im Mittelpunkt steht immer noch der Titel, das ist auch noch ganz wichtig. Aber wie gesagt, der Intercontinental-Titel ist für mich Platz 2 und danach kommt vielleicht der Universal-Titel, weil der Universal-Titel, der hat einfach keinen großen Wert. Man hat einfach so viele Fehler damit gemacht. Man hätte einfach sehr viel daraus machen können, aber man hat einfach nicht viel genutzt. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schade. Und dann anschließend. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Achso, ich dachte, du hast irgendwas gesagt, deswegen. Aber egal, auf jeden Fall natürlich interessant, was man reingepackt hat. Ich fand es auch cool, dass man zum Beispiel so die Story zwischen Styles und Jericho nochmal aufgegriffen hat, dass man gedacht hat, okay, das hat man nicht vergessen. Die hatten schon mal miteinander zu tun, wahrscheinlich auch ein ganz schönes Detail. Ja, Braun Strowman war auch noch ganz interessant mit Randy Orton, auch wenn ich sagen muss, Randy Orton ist immer noch kein glaubwürdiger White-Family-Mitglied. Aber nun gut. Ja, der Brawl war nicht schlecht, fand ich cool. Man hat ein bisschen versucht, dieses Match aufzubauen, ein bisschen das Match zu hypen. Haben sie meiner Meinung nach gut gemacht. Ich freue mich auf das Match, weil an sich die Leute, die da drin sind, echt gut besetzt sind. Also die Star-Power, ja, die Star-Power ist nicht schlecht, auch wenn man sagen muss, viele Topstars haben wir nicht, aber ist auf jeden Fall ordentlich was da, wenn man überlegt, was da für Namen drin sind mit Owen Styles, Jericho, Ambrose und so weiter. Also auf jeden Fall nicht schlecht und man freut sich drauf auf jeden Fall. Und ja, man hat es eigentlich gut gemacht. Also ich fand es ein schönes Segment. Ich denke mal, bei SmackDown wird es auch in so einer Art noch irgendwas kommen. Beziehungsweise, wenn ihr es seht, ist es schon passiert. Auf jeden Fall nochmal zu diesem Talk da zurückzukommen, zum State of WWE. Interessant musst du dir angucken, oder solltest du dir angucken mit Bryan Hart und Mick Foley, die haben da ein bisschen gegenseitig gerantet, weil sie auch wieder auf das Thema kamen, warum Bryan denn nicht im Ring steht und von wegen GM-Posten und so weiter und so fort, weil Bryan ja immer sagt, ey, ich wollte den GM-Posten nicht und ich würde lieber wrestlen und Mick Foley hat gesagt, ja, ich mache meinen GM-Posten lieber als du und Brian ist darauf abgegangen und hat gesagt, ey, wenn du die Chance hättest oder du bist damals gequittet und bist zu TNA gegangen, hat er gesagt. Hat er gesagt? Ja. Krass. Und dann hat er noch so gesagt, ja, Cesaro hieß ja in den Indies Claudio Castagnoli, da hat dann auch Brian so gesagt, ja, eure Leute finden euch, also bei Raw jetzt, euer Roster findet euch auch scheiße. Ich habe mit Sami Zayn geredet und mit Claudio, I mean Cesaro und Sheamus und die wollen alle zu SmackDown kommen und sowas weiter. War eigentlich ganz geil. Also Brian versucht wohl wirklich gefeuert zu werden. Ach, Brian ist super. Brian ist super, er würde aber nicht gefeuert werden. Glaube ich Leider. nicht. Leider. Ja. Aber geil, er hätte echt die ganzen richtigen Namen aussprechen müssen. I talk with El Generico, Sami Zayn, I talk with oh. Wenn das passiert, dann weiß jeder, dass El Generico natürlich noch lebt. Warte mal, El Generico ist ja schon tot, ne? Ja. Ja, was sage ich da, ja? Sami Zayn hat ja immer irgendwo in einem Underground gewrestelt, bevor er dann zur WWE kam, ne? Ja. Er war ja sonst nirgends. Underdog from the Underground. Underdog from Underground. Richtig, deswegen hat er auch diesen Namen, er war wirklich im Underground. Bei Ring Lucha. of Honor war er nie, der war nie bei PWG, der war nie bei Chikara, der war nie bei. Was für eine Liga gibt's noch? Wahrscheinlich war er auch noch nie bei New Japan. Ja. Und so weiter. Bei Lucha Underground war er übrigens auch nicht. Was möglich ist mit El Generico, aber da er nicht mehr lebt, dann ist es leider nicht mehr so möglich. Und ja, aber gut. Mehr zum Team Raw vs. Team SmackDown Match werden wir, denke ich mal, noch bei SmackDown noch was erfahren. Ansonsten in der Preview auf jeden Fall zu WWE Survivor Series 2016. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen direkt zum Fazit der Raw-Ausgabe. Bis auf die Goldberg-Promo und den Main-Event war es nichts Besonderes. Also braucht man nicht gucken, bis auf, wie gesagt, zwei Segmente. Der Rest war da. Die Tag-Team-Matches sind mir auf den Sack gegangen, weil es halt jedes Tag-Team-Match auch dieselbe Story hatte, von wegen, ey, die zwei verstehen sich nicht, bla bla bla. Und die Qualität war nicht so hoch.
Ja, und von daher, okay, keine grausame Show, aber auch weit weg von gut. Ja, gut war sie nicht, meiner Meinung nach. Sie war solide für eine Go-Home-Show. Man hat ein paar Sachen gehypt. Das fand ich nicht schlecht. Man hat zumindest ein bisschen was versucht. Und ja, von daher, das Main-Segment war gut. Brock Lesnar-Segment, also Brock Lesnar Goldberg war okay. Also ich fand es jetzt nicht so geil. Also es war nicht schlecht, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Darstellung von Brock, das hat mir einfach nicht gefallen. So wie man ihn darstellen sollte, meiner Meinung nach. Aber na gut, man hat beim Aufbau einiges falsch gemacht. Und ansonsten waren die Matches jetzt nichts Besonderes. Man hat Segmente teilweise gut gemacht. Deswegen solide bis in den guten Bereich. Aber gut würde ich auch nicht sagen, weil es davon auch weit weg bin. Ich bin mal gespannt, wie SmackDown es morgen toppen kann. Toppen können sie es eigentlich. Die Frage ist nur wie. Und ob sie es tun. Das tun sie auf jeden Fall. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, schreibt doch mal in die Kommentare, schreibt doch in die Kommentare, ob die Qualität dieser, also die Audioqualität gut war. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ich hoffe es natürlich. Und ja, wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bei der SmackDown Review. Bis dann, Leute. Haut rein und klickt auf die Videos, wenn ihr gerne möchtet. Schönen Tag noch, haut rein und ciao. Ciao.